Hallo Leute, heute geht es um das Thema Pickel und ja, ihr seht gerade mein Gesicht und ich bin ungeschminkt und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, in den anderen Videos, wo die angeblich ungeschminkt ist, hat die keine Pickel? Nee, ich habe auch eigentlich keine Pickel, aber ich war heute Morgen beim Kosmetiker. Ich gehe ungefähr alle 4 Wochen zum Kosmetiker und die drücken da an jedem kleinen Fitzelding rum und danach sehe ich immer so aus für 2 Tage ungefähr. Und es sind nicht wirklich Pickel, sondern die drücken da einfach rum und dann meine Haut ist so empfindlich, dass ich danach ewig lang rot bin. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, warum nutze ich das nicht für ein Video und tue quasi so, als wären es Pickel und ich würde es überschminken. Und ja, es gibt bestimmt einige von euch, die Probleme mit Pickeln oder sogar mit Akne haben. Und das ist auch was ganz Normales. Und in der Pubertät hatte ich das auch. Also ich glaube, jeder hatte da irgendwie mal Pickel. Ich glaube, da gibt es echt nur ganz, ganz wenige, die davor verschont blieben. Und ich war früher ganz neidisch auf die, die keine Pickel hatten. Und jetzt ist mir natürlich bewusst geworden im Laufe der Zeit, dass man die auch einfach wegschminken kann. Yay! ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Falls ihr allerdings so verkrustete Pickel habt, also die schon so ausgetrocknet sind, dann gibt es noch einen super Tipp und zwar macht ihr am Abend einfach ganz dick Vaseline drauf oder auch Kaufmanns Kindercreme, könnt ihr auch benutzen, gibt es beides bei DM und lasst es über Nacht wirklich dick drauf, eine dicke Schicht und morgens könnt ihr das ganz einfach abkratzen dann und ja. Wenn das dann glatt ist oder einigermaßen glatt, dann könnt ihr natürlich alles super gut überschminken. Und damit fange ich jetzt mal an. Als allererstes creme ich mir natürlich mein Gesicht ein, damit das jetzt nicht irgendwo trocken dranhängt. Nehmt einfach eure Tagescreme. Wichtig ist jetzt aber, dass ihr keinen Concealer nehmt. Das ist nämlich sonst quasi wie ein Highlight auf eurem Pickel. Und ich glaube nicht, dass ihr euren Pickel highlighten wollt. Sondern nehmt eine Camouflage oder einen Abdeckstift. Ich habe hier jetzt mal 3 Sachen zur Auswahl. Ein sehr günstiges, ein mittelklassiges und ein teures Produkt. Das günstige ist die Alverde Camouflage. Ja, man kann Alverde nicht mehr lesen, aber es ist von Alverde. Und die finde ich an sich sehr gut. Benutze ich auch selber sehr gern, wenn ich irgendwas abdecke. Das zweite ist der Adeco Camouflage Stick. Bei mir ist es blöde, dass der einfach viel zu dunkel für mich ist. Und den muss man spitzen, wie man sieht. Also der ist ein bisschen ungeeignet für mich. Aber ich glaube, viele andere Menschen mit einer dunkleren Haut können den, glaube ich, gut vertragen. Und meine dritte Alternative, die auch eigentlich sehr, sehr gut ist, aber halt ein bisschen teurer, ist von MAC, der Pro Longwear Concealer. Ja, es ist eigentlich ein Concealer, aber der ist für mich so dunkel, dass er quasi kein Highlight setzt. Und für meine Augenringe wäre er zu dunkel, deswegen ist er gut zum Abdecken. Und er hat keine Glitzerpartikel. So. Deswegen benutze ich jetzt die Alverde Camouflage und den MAC Pro Longwear Concealer einfach mal jetzt im Vergleich, um euch das zu zeigen. Und ich fange aber mit einem Make-up drunter an. Benutzt einfach euer normales Make-up. Ich habe noch nicht das perfekte Make-up für mich gefunden. Und deswegen benutze ich meine BB-Cream, die normalerweise auch für mich völlig ausreicht. So, da das jetzt natürlich eine BB-Cream ist, deckt die eigentlich überhaupt nicht ab. Und deswegen muss ich jetzt alles mit diesen 2 Produkten machen. Ich fange jetzt mal mit der Alverde Camouflage an und nehme mir da einfach ein bisschen auf den Finger. Und dann brauche ich natürlich einen Spiegel. Und überall, wo jetzt Pickel sind, klopfe ich das ein. Also es ist nicht, ich verstreiche das nicht, sondern ich klopfe es in den Pickel ein quasi. Also ich trage das jetzt quasi so auf, wie ich sonst meinen Concealer unter den Augenringen auftrage. Ich mache jetzt mal eine Gesichtshälfte mit der Alverde Camouflage und eine Gesichtshälfte mit dem Pro Longwear Concealer von MAC. Also ihr klopft das ein und geht dann auch so ein bisschen außen rum, ein bisschen großflächiger. Ich zoome euch am besten mal noch ein Stückchen ran. Jetzt sieht man mein schönes Gesicht auch noch ein bisschen, ja, mein schönes Pickelgesicht. Aber wie gesagt, ey, es ist echt was Normales, ne? Also jeder Mensch hatte irgendwann mal Pickel. So.
schön eintupfen. So vereinzelt habe ich auch immer noch Pickel. Das ist ziemlich nervig, aber eher sehr, sehr selten. Also, das kommt echt selten vor, aber manchmal sind sie einfach da. Der hier will sich noch nicht so ganz abdecken lassen. Gehe ich nochmal mit der Fingerspitze ein bisschen drüber. Dann arbeiten wir den hier oben noch ein bisschen. Sorry, ich will euch jetzt nicht den Mittelfinger zeigen. Ich mache das nur immer mit dem Mittelfinger. Das ist keine Absicht, falls ich mal, ne? Ihr wisst schon, falls ich euch den mal aus Versehen zeige. So, meine Nase ist auch betroffen. Und ihr müsst sagen, die Gesichtshälfte ist schon mal viel besser als die hier. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen rot. Da gehe ich auch nochmal drüber. Ich habe jetzt natürlich keinen Concealer drauf. Für ein komplettes Gesicht gehört natürlich noch ein Concealer dazu. Das würde ich dann in dem Fall danach machen. Und jetzt mache ich die andere Seite mit dem MAC Pro Long Wear Concealer. Und der hat so ein Pump-Ding. Und ja, er ist gerade bei mir ein bisschen dreckig vorne, aber ist nicht so schlimm. Und davon gebe ich mir einen kleinen Pumpstoß hier auf die Hand. Und ja, macht das eigentlich genauso wie mit der Elverde Camouflage, nur dass das hier ein bisschen flüssiger ist. Und auch ein bisschen heller. Ja, ich habe da ein bisschen eine hellere Farbe. Aber der deckt wirklich mega, mega gut. Und der hilft auch, also was heißt er hilft? Er deckt auch Akne ab, also richtig Akne. Eine Freundin von mir hat diesen Concealer immer als Make-up benutzt. Funktioniert auch. Aber er ist halt echt sehr schwerlastig. Also er hält mega gut und auch den Tag über, wenn man schön Puder drauf macht. Aber die Haut kann halt auch unten drunter schwer atmen. Und es ist nicht das Beste für trockene Haut. Aber wenn man zu Pickeln neigt, hat man nun mal eher eine Mischhaut oder eine ölige Haut. So, noch das Kinn. So, dann gehe ich hier noch mal ein bisschen drüber. Und meine Narbe decke ich noch ein bisschen ab. Ich habe hier eine Narbe von hier bis hier. Immer schön abgedeckt. Obwohl Narben eigentlich auch was ganz Normales sind, ne? Glaubt man mir eigentlich, dass ich 4 Narben in meinem Gesicht habe? 4 Stück, 4 Narben nur in meinem Gesicht? Sieht man das? Nein. Also, ganz normal. Man kann es überschminken, wenn es einen stört. Und wenn es einen nicht stört, dann steht man dazu. So. Also, ich stehe auch dazu, weil ich überschminke es meistens trotzdem. Als Finish mache ich jetzt noch ein Puder drüber, damit es auch alles hält den Tag über. Ich benutze jetzt hierfür mein Chanel Puder. Ihr könnt da aber jedes Puder eurer Wahl nehmen. Das Wichtige ist nur, wenn ihr jetzt Puder auftragt, dass ihr das nicht, also ich benutze immer so einen fluffigen Pinsel, dass ihr das nicht so verreibt, sondern dass ihr das eintupft. Das heißt, ihr macht es jetzt quasi so, weil sonst würdet ihr einfach wieder alles verschieben. Also alles, was ihr euch gerade irgendwie mühsam auf gewisse Stellen im Gesicht gemacht habt, landet dann an anderen Stellen und das wollen wir nicht. Dann ist nämlich der Pickel wieder nicht abgedeckt. Und dann hält das Ganze auch länger und man glänzt nicht und es sieht nochmal ein Stückchen besser aus. Welche Seite findet ihr jetzt besser? Das hier ist die Alverde Camouflage Seite und das hier ist die MAC Pro Longwear Concealer Seite.
Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr besser findet. Und falls ihr richtig Akne habt oder unter euren Pickel so arg leidet, dann fragt doch mal eure Eltern oder den Hautarzt, ob ihr vielleicht nicht besser zum Kosmetiker gehen solltet. Ich gehe immer noch regelmäßig zum Kosmetiker und ich kann euch sagen, es hilft wirklich. Ich hätte sonst auch Pickel, jetzt immer noch wahrscheinlich. Und ich glaube, ein Teil wird sogar von der Krankenkasse übernommen, wenn es wirklich schlimm ist. Oder von der privaten. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber da könnt ihr euch mal schlau machen und euren Hautarzt fragen. Und ja, das war jetzt so ein kleiner Tipp am Rande. Falls ihr noch einen anderen Tipp habt, Akne oder Pickel zu überschminken, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!